Und ein drittes ganz wichtiges Thema, die Mineralquellen mit ungefähr 90 Strichen. Dann war vielen Leuten die Vernetzung in der Region wichtig, anscheinend auch wichtiger als die Vernetzung hier ganz lokal. Und ziemlich viele Leute waren der Meinung, der Widerstand muss ohne Parteien laufen. Über 100. Und 50 Leute waren der Meinung, wir brauchen einen eigenen OB-Kandidat. Da habe ich aber jetzt gerade gehört, dass da wohl irgendwie ein Missverständnis bei der Auswertung war, weil 80 Leute waren insgesamt der Meinung, wir bräuchten eigene OB-Kandidat oder Kandidaten. Und 30 waren der Meinung, mehrere und 50 einer oder umgekehrt, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. So, das sind sozusagen die Themen, die am heißesten bewertet worden sind. Gut. Wir kommen jetzt gleich zu den Ergebnissen aus den Arbeitsgruppen. Davor habe ich vorhin schon in die Hand gedrückt, hat Breaking News von der CDU. Da haben sich ähnlich viele Leute getroffen wie hier. Die anderen alle. Das Ergebnis, 13.39 Uhr, das Ergebnis wird verkündet und ist überraschend. Sebastian Turner entfallen 462 Stimmen auf Andreas Renner 231. Also, wir haben mit dem Vorturner zu tun. So, aber dann würde ich sagen, wir machen los mit den Ergebnissen der Arbeitsgruppen. Gehe ich recht in der Annahme, dass alle Arbeitsgruppen, die vorstellen wollen, hier vorne schon stehen? Gibt es noch weitere Arbeitsgruppen, die präsentieren wollen, außer denen, die hier schon stehen? Eine, zwei, drei, also haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 ungefähr. Okay, also das heißt, ihr habt drei bis vier Minuten Zeit, vorzustellen, was ihr am wichtigsten findet, dass ihr alle wissen sollten. Und die erste Gruppe, die anfängt, ist die Filtergruppe, weil die hat so einen weiten Heimweg. Mein Name ist Steffen Siegel von der Schutzgemeinschaft Filter. Wir haben den Abschnitt, der wahrscheinlich in der nächsten Zeit der brisanteste ist, nämlich der Abschnitt 1.3, bei dem es noch keine Planfeststellungsverfahren gibt und noch nicht mal Pläne, die vernünftig diskutiert wurden. Eigentlich ideal, um einen öffentlichen, wirklich demokratischen Faktencheck durchzuführen, was wir ja gefordert haben schon vor einem Jahr. Das, was bisher vorgesehen ist, der sogenannte Filterdialog, ist eigentlich dieses gerade nicht. Er ist eher ein Rückschritt hinter das schlichter Vorgehen und deswegen natürlich auch für uns ein ganz heißes Thema, wie wir damit umgehen. Nicht teilnehmen! Ja. Nicht teilnehmen, Augenblick. Dann machen die da oben, die haben natürlich ihre Mehrheiten, da wissen wir, was rauskommt. Deshalb haben wir uns nicht nur in der Gruppe, sondern auch in der Schutzgemeinschaft gesagt, wir stellen bestimmte Forderungen an eine echte Bürgerbeteiligung. Bisher würde ja nur zwischen Land und Bahn und Gemeinden und Bürgermeistern und vielleicht noch ein paar Politikern gesprochen, aber die Bürger, die ja eigentlich in den Dialog einbezogen werden sollen, wurden nicht gefragt. Ich denke dabei nicht nur an unsere Gruppe, sondern da gibt es viele da oben, vor allem die Landwirte, dann lebenswertes Leinfelden-Echterdingen, Naturschutzbund, BUND, man könnte an die Kirchen denken und vieles, vieles mehr. Die sind alle bisher nicht angesprochen worden. Eine echte Mitsprache fordern wir auch über den Ablauf dieses Dialogs und über die Inhalte. Wir hätten eigentlich auch noch gefordert eine Mitsprache beim Moderator, aber das ist nun leider zu spät. Wichtig ist auch, dass vorher geklärt ist,
Die Finanzierung. Denn wenn wir ein ebenbürtiger Gegner sein sollen, dann müssen wir auch Fachleute holen. Dann müssen wir auch vielleicht Gutachten erstellen können. Das heißt, diese Punkte müssen alle geklärt werden. Und es läuft im Moment eigentlich gerade andersherum. Es wird gesagt, ihr macht das und das. Ihr könnt allenfalls noch eine Trasse zusätzlich durchdiskutieren. Auf keinen Fall grundsätzlich etwas in Frage stellen. Die Nullvariante ist kein Thema und so weiter. Dies muss alles deutlich nach außen vorgetragen werden. Ja, die Ziele, um das noch zu sagen, heißen, sie wollen formell das Planfeststellungsverfahren entlasten. Das kann ja nicht unsere Aufgabe sein. Oder gar die Akzeptanz für das Vorhaben steigern. Also, wir werden vor Ostern versuchen, mit diesen Gruppen, die ich genannt habe, eine Pressekonferenz zu machen, wo wir unsere Forderungen, unsere Kritik äußern und davon natürlich auch die Mitarbeit, die eventuelle, abhängig machen. Unsere Hauptforderungen sind, und damit komme ich gleich zum Schluss, erstens, die Gäubahn bleibt auf der Strecke, die sie jetzt fährt, was natürlich auf diese Idee sind nicht wir gekommen, sondern Herr Geißler in seinem Schlichterspruch. Zweitens, der Bahnhof in Vaihingen muss ertüchtigt werden mit einem zusätzlichen Bahnsteig, damit die Leute, die von Süden kommen und zum Flughafen wollen, es sind ja nur wenige, dort in die S-Bahn umsteigen können. Das dritte wäre, dass die Rohrer Kurve damit entfällt und natürlich auch dieser Tiefbahnhof in dieser Form völlig undenkbar ist. Und das letzte schließlich, dass wir an einen S-Bahn-Ringschluss denken, über die Filtern von Vaihingen bis nach Trenton etwa. Letzter Punkt. Wir denken daran und hoffen auf eure Unterstützung, dass irgendwann in absehbarer Zeit auf den Filtern auch mal eine größere Demo stattfindet. Okay, vielen Dank. Würdest du so freundlich sein und uns diese Ergebnisse nochmal per Mail schicken? Weil wir haben ja gar nichts sonst. Oder wir müssen das Video an alle verschicken, das wäre. So, jetzt kommt die Gäubahn, richtig? Ja, mein Name ist Christoph Link vom VCD in Stuttgart. Wir haben uns zusammengesetzt in der Gäubahn-Gruppe. Wir haben uns zuerst zusammen mit der Filtergruppe verständigt, aber haben dann doch eine eigene Gruppe gemacht, weil wir thematisch etwas anders liegen. Uns ging es vor allem darum, die Gäubahnstrecke zwischen Hauptbahnhof und Vaihingen wieder zu aktivieren und für den Schienennahverkehr auszubauen mit mehreren Haltepunkten, dass sie, sagen wir, entweder als S-Bahn-System oder als Stadtbahn-System oder als Mischsystem dort gefahren wird. Wir können uns vorstellen, und da hat der Harald Beck schon relativ genaue Fahrpläne ausgearbeitet, wie das sein könnte, wie so eine Stadtbahn oder eine Mischstadtbahn fahren könnte zwischen dem Regionalzug und dem Intercity. Sagen wir jetzt so, von der Infrastruktur her müssten einige Haltepunkte gebaut werden, zum Beispiel Westbahnhof oder Rudolf-Sophien-Stift oder Lenzhalde. Vom Fahrzeug her könnte das auch, sagen wir, wie gesagt, eine Stadtbahn oder eine S-Bahn sein. Wir hatten ja schon länger vom VCD das Konzept Tangens entwickelt, wo diese Gäubahn, da sie jetzt im S-Bahn-System mit drin ist und auch zum Beispiel über eine Bahn von Bietigheim über Feuerbach und die Gäubahnstrecke, also die Panoramastrecke nach Vaihingen oder zur Messe weitergeführt werden könnte. Uns geht es eigentlich darum, das weiterzutreiben und ganz zu konkretisieren, auch mit dem Betreiber, sowas zu überlegen. Wir hatten auch schon Kontakt mit verschiedenen Betreibern, die so eine Strecke fahren. Wir treffen uns regelmäßig jetzt. Das nächste Treffen wird am 18. April sein. Um 18 Uhr im Umweltzentrum. Wer da Interesse hat, kann da gerne mitmachen. Okay, ja, gleiche Bitte, schickt uns doch diese Infos und dann können wir das auch in die Dokumentation mitnehmen. Okay, so jetzt Blockadegruppe, richtig? Arbeitskreisblockade. Drei Minuten.
Also mein Name ist Ursel Beck, ich bin von der Blockadegruppe und wir haben jetzt einen Arbeitskreis Blockade, wo auch Leute dabei waren, die nicht in der Blockadegruppe sind. Da waren jetzt 30 Leute und wir haben erstmal positiv festgestellt, dass bei der Umfrage, die vorhin bekannt gegeben wurde, die Blockaden eigentlich einen sehr hohen Stellenwert eingenommen haben, was jetzt die Art von Aktion im Widerstand anbetrifft. Und dass auch der Ort, wo Widerstand geleistet werden soll, Baustellen einen hohen Stellenwert hatten. Und das ist für uns auch der Ansatzpunkt, wo wir der Meinung sind, dass sich da noch sehr viel mobilisieren lässt. Wir sind allerdings auch der Meinung, dass es in der Vergangenheit zu wenig Möglichkeiten gegeben hat, für Blockaden, also bei Demos jetzt die Notwendigkeit zu erklären, die Beteiligung bekannt zu geben, auch die Erfolge, die es gegeben hat, bei Blockaden darzustellen und auch für Blockaden offensiv zu werben. Und wir hoffen, dass sich das künftig ändert, zumal jetzt auch Egon Hopfensitz bei einer der Demos neulich zu Blockaden aufgerufen hat. Es wird ja, also zur Legitimation des Widerstands gab es auch Diskussionen, da war auch klar, dass die Blockaden auch weiterhin legitim sein sollen wie der Widerstand insgesamt. Es wurde auch diskutiert, dass es nicht sein kann, dass nach außen man sich abgrenzt von irgendwelchen Aktionen des zivilen Ungehorsams, weil manche Leute vielleicht nicht dafür sind. Wir sind der Meinung, dass man das intern diskutieren kann, was sinnvoll ist und was nicht, aber dass es nach außen, in der Außendarstellung keine Distanzierung geben sollte. Jetzt eine Arbeitsgruppe gebildet, um inhaltlich zu diskutieren, was ist ziviler Ungehorsam. Da ist der Uwe Manke federführend. Der muss sich mal genau, wer da Interesse hat, kann sich bei ihm melden. Des Weiteren gibt es jetzt von der Blockadegruppe jeden Monat ein Blockiererplenum und das nächste findet statt am 18.04. in der Kellerschenke. Wir werden weiterhin die Dienstagsblockaden machen, also da ist auch nochmal Aufruf, da mitzumachen, auch wenn wir sehen, dass vielleicht der Abriss vom Südflügel jetzt nicht so motivierend ist bei Blockaden, aber wir hoffen, dass sich das ändert, wenn wieder neue Baustellen eingerichtet werden. Jetzt wurde diskutiert, dass am 23.03. der Lenkungskreis tagt und da sind wir der Meinung, und das haben wir auch diskutiert, dass wir dagegen eine Kundgebung organisieren. Also der Lenkungskreis findet statt um 16 Uhr im Verkehrsministerium nach bisherigen Informationen und es gibt auch bereits einen Flyer, wo dafür geworben wird, zu dieser Kundgebung zu kommen. Also wir wollen diese Kundgebung anmelden. Und wir haben auch in dieser Gruppe vorhin eine inhaltliche Begründung dafür geliefert, die dann auf dem Fronttransparent stehen wird. Und da wird dann stehen, wir lassen uns nicht in den Abgrund lenken, sofort Schluss mit Stadtzerstörung. Und ich komme jetzt zum Schluss. Und wir möchten auch, dass diese Kundgebung bei der Montagsdemo und in allen Gruppen des Widerstands offensiv beworben wird. Vielen Dank. Okay. Nächste Gruppe. Henning, wenn es die Ursel in 3 Minuten geschafft hat, dann schaffst du es auch. Ja, wir haben, die Runde zeigt es hoch, wir haben 8 Plakate. Thema war Protest, Demokratie, Widerstand auf der Treppe. Wir haben gleich die Speakers Corner gemacht, also wir haben gleich die Öffentlichkeit hergestellt, Mikrofon. Und das war das Thema. Dann wäre Plakat Nummer 1, Überschrift ist Demokratie in Bewegung. Stichwort war, es ist wichtig, die Demokratisierung der Bewegung auch zu erreichen. Bitte hoch, in der Methode, wie man vorgeht. Heißt auch das Rathaus, dass wir das selbstverständlich zu unserem Rathaus machen. Und eine ganz charmante Idee war ja hier in der Mehrheit, dass wir mit 21 OB-Kandidaten antreten, heißt K21-Kandidaten, die Kopfbahnhof 21. Und das wäre eine super charmante Idee, weil wir können nämlich 20 Mal mehr in die Fläche gehen. Thomas hat ja jetzt gerade, habe ich gehört, den Zuschlag bekommen. Und das wäre die beste Idee, wenn wir flächendeckend hier 21 Kandidaten, dann ist das Thema auch 21 klar, um was es geht. Bitte nächstes Plakat. Dann Öffentlichkeit auch herstellen natürlich.
sind wir selber das Medium Speakers Corner, Veranstaltung, eigene Mieten, öffentliche Plätze. Der politische Frühling muss von uns selbst hergestellt werden. Danke. Nächstes Parat. Dann aber die Medienöffentlichkeit können wir nicht aus den Augen verlieren. SWR ist ein Sender, der uns gehört. Wir bezahlen ihn. Wenn er nicht gut funkt, war ein Vorschlag, auch mal die Gebühren aussetzen. Zeitungen natürlich auch laufen und Internet auch zu unserem Medium machen. Also das wäre die Medienöffentlichkeit. Drittes, transparent, also kommt kaum hinterher, Widerstand, ziviler Ungehorsam, ganz wichtig. Wir haben es übersetzt, weil Widerstand klingt immer so hochtrabend, aber wir machen ja ziviler Ungehorsam. Aktionen, Südflügel, Mineralwasser, solche Dinge müssen weiterlaufen. Das ist also ziviler Ungehorsam, das ist das Salz in der Suppe. Danke. Vom Badschütze zum Stadtschütze, das hat der Joe Bauer, hat es ja mal ins gebracht. Wir haben auch dahinter geschrieben, Baden-Württemberg, wir dürfen das Umgang nicht aus den Augen verlieren. Auch wenn wir sagen, aber es ist auch eine charmante Idee. Stadtschütze heißt Daseinsvorsorge, Wohnung, Wasserenergie, der Hannes Rockenbauch hat ja gesprochen. Das gehört nämlich mit zu K21 dazu. Das sind die Themen, die sich ja da ständig auch abbilden. Das wären Themen, die wir auch beackern. Ja, also... Sechstens, Demokratisierung, auch Justiz, Wirtschaft, Parteien, Medien und so weiter. Das müssen wir auf der Agenda haben. 5000 Verfahren gegen uns, Bespitzelungen und so weiter. Die Wirtschaft macht, was sie will, die Politik, das haben wir vergessen, ist ja nur das ausführende Organ. Hier war ja nur ein Regierungswechsel, aber kein Politikwechsel. Ein Machtwechsel sieht noch anders aus. Also. Ökologisierung der Politik. Wir müssen auch diesen Fortschritts- und Wachstumsbegriff thematisieren. Die verkaufen uns den Bahnhof als ein Fortschritt und mit Wachstum. Hier gibt es drei Wachstum, Wohlstand, Fortschritt. Das ist doch bei diesen FDP in. Das müssen wir ganz anders thematisieren. Der Bahnhof ist überhaupt kein Fortschritt, ein Riesenrückschritt. Letztes Plakat. Wer nur was vom Bahnhof versteht, versteht nur Bahnhof. Ja? Und deswegen ist es wichtig, der Bahnhof bleibt der Ausgangspunkt, weil alle Widersprüche sich in diesem Bahnhof abbilden und er wird es bleiben, aber wir müssen die Widersprüche produktiv machen. Danke. Also ich glaube, das war der allergrößte Erfolg heute, dass die Ursel und der Henning in 3 Minuten die Arbeitsgruppe vorgestellt haben. Gute Visualisierung ist halt alles, ne? Okay, welche Gruppe möchte als nächstes vorstellen? Peter? Oh, noch so ein Kandidat von Lack sprechen. Also wir hatten, das wird auch ganz kurz, wir hatten eine, die schwierigste Gruppe und die vermessenste vielleicht, unter dem Stichwort, wir können alles. Angesichts der Realität vermessen, aber wenn man bedenkt, dass wir die einst Ohnmächtigen, die Herrschenden am Rand des Abgrunds hatten, auf dem Höhepunkt der Bewegung, dass wir am Rand der Verzweiflung hatten dort und was diese Bewegung dort alles an den Start gebracht hat, ist ungeheuerlich. Das ist wiederholt gesagt worden und unser erstes Anliegen bestand darin, zu sagen, diese Bewegung, all das, was dort an den Start gebracht worden ist, darf nicht verloren gehen. Wir müssen gucken, wie wir das zusammenhalten. Wir müssen gucken, wie die Leute beieinander bleiben, die Ideen, die Kreativität. Eine Idee in diesem Zusammenhang war, zurückzugehen bis hin in die Stadtteile, dort Zusammenhalt zu schaffen, Ideenbörsen zu entwickeln, um das zu tun, um zu verhindern, dass das alles auseinanderläuft, nachdem man uns den Park genommen hat. Das wird natürlich nicht die Bewegung als Bewegung insgesamt am Leben halten. Dazu ist darüber hinaus notwendig, dass man wieder eine Perspektive findet. Da haben wir viel geredet. Das kann nicht heute und hier und jetzt geschehen, aber es ist unbedingt notwendig, dass all das, was vorhin ist es gesagt worden, was über Bahnhof hinaus in dieser Bewegung thematisiert worden ist, die Demokratie zum Beispiel, dass das daraus eine Perspektive formuliert werden soll, in die die Bewegung dann weiter marschieren kann. Okay, jetzt wird es immer schwerer, lang zu sprechen, gell? Wer kommt? Bitte. Oh, die Demo-Gruppe. Ich glaube,
Also ich glaube, ich kriege es auch kurz hin. Die gute Nachricht, wir haben uns geeinigt. Wir haben uns darauf geeinigt, dass es weiterhin Montagsdemos geben soll. Wir haben uns darauf geeinigt, oder wir waren uns einig darin, dass wir die gerne zusammen machen wollen. Wir konnten uns aber nicht darüber einigen, wo und wie die genau aussieht. Ja, da insofern glaube ich, die problematischste Gruppe waren wir, aber egal. Ich weiß aber, dass ich direkt nach dem Arbeitskreis die bisherige Demo-Gruppe und die Jungoffensive zusammengetan haben, die Köpfe zusammengesteckt haben, und ich hoffe mal, dass aus diesen Gesprächen dann weitere Ideen und Umsetzungen auch erfolgen, sodass es weitergeht. Die nächsten Montagsdemos sind ohnehin schon festgeplant und angemeldet. Gut. Okay. Ja. Das ist ein bisschen Widerspruch. Ja, das ist. Das muss man auch hören lassen. Also, hier kommt gerade die Ansage, dass man sich in der Gruppe zu nichts geeinigt hätte. Ja, gut, also kann ich euch jetzt auch nur mitteilen. Arbeitsgruppe! Widerspruch zulassen! In der Gruppe vorher das passiert ist, was jetzt gerade momentan sich hier wiederholt. Ihr merkt es alle, oder? Angepikst bis zum geht nicht mehr, geht gar nicht. Und so war die Gruppe aber eben auch, und deswegen gab es auch kein Ergebnis. Jetzt ist es aber so, dass alle natürlich die Montagsdemo weiter haben wollen. Und deswegen ist es so, dass Menschen, die bereit sind, etwas zu tun, dass die sich treffen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, treffen die sich im Anschluss an diese Veranstaltung. Ja, das habt ihr natürlich nicht ausgemacht, aber irgendwie muss es ja weitergehen. Wenn jemand die Demos organisiert, ist nichts mehr. Ich kann reden. So. Also das ist es im Prinzip, wie gesagt, und da kann jeder hingehen. Und dann kann er auch hingehen und sagen, dass er jetzt findet, dass es blöd ist, dass sie sich treffen. Aber jedenfalls, so geht es weiter, weil es gab kein Ergebnis. Das ist das, was klar ist. Okay, also da ist eine ziemlich verfahrene Situation. Jetzt kann ich kurz noch den Ingmar rannehmen als Vertreter vom aktuellen Demo-Team. Ich habe hier einmal mehr die dankenswerte Aufgabe, eine unschöne Nachricht zu übermitteln. Es hat keine Einigung stattgefunden. Es gab ein altes Organisationsteam, es gibt ein neues Organisationsteam. Wir haben beschlossen, die Veranstaltung verlassen. Das heißt, es wird noch nächsten Montag eine Demo geben und danach, wenn nicht irgendwer das in die Hand nimmt, wird es keine Montagsdemo mehr geben. Ich wünsche euch viel Glück. Okay.
Also ihr Lieben, nach den vielen doch etwas wirren Statements hier, würde ich als Teil, als Mitorganisator etlicher Montags- und Samstagsdemos und als Teilnehmer dieser Veranstaltung fordern, zu euch auch noch ein paar Takte zu diesem Thema sagen. Es ist eins, was von mehreren gesagt wurde, ist richtig. Es gab, weil es sehr kontroverse Vorstellungen darüber gab, über den Ort, über die Gleichzeitigkeit von Aktionen und Ähnlichem, keine Möglichkeit, einen Konsens unter allen herzustellen in der Arbeitsgruppe. Soweit ist das richtig. Aber ich bitte euch, eins mitzunehmen. Fakt ist, die Organisation von Demos ist keine Aufgabe, die man von einem Tag auf den anderen macht. Das heißt, es ist eine ganze Serie von Montagsdemos, die für die nächsten Wochen formal, organisatorisch und inhaltlich festgelegt. Und die starten am Marktplatz. So, das müssen wir egal, ob die Strichliste oder die Online-Abfrage ein anderes Ergebnis gehabt hat, erstmal zur Kenntnis nehmen. Man kann nicht bei der Organisation von solchen Dingen alles über den Haufen schmeißen. Nächster Punkt. Die nächsten Wochen werden Zeit genug sein, darüber zu diskutieren, ob sich das bewährt oder nicht bewährt. Und ich gehe doch mal von einem aus, dass ihr alle, wie die Mehrheit, die sich zu Wort gemeldet haben in der Diskussion bisher, online oder nicht, dass ihr, wie die Mehrheit, der Meinung seid, dass wir diese Demos noch über Jahre durchhalten müssen. Und da kann doch mal mehr, streiten, wenn es auseinanderkommt, nicht die Frage sein, ob das die nächsten paar Wochen auf dem Marktplatz oder woanders stattfindet. Bitte bleibt irgendwie. Okay, also ihr habt es live mitbekommen, viel Streit, Unklarheit, aber es ist, glaube ich, schon klar, es wird weitergehen und es werden sich Leute finden und es wird ausgekaspert werden. Und es war wahrscheinlich auch mal notwendig, dass klar ist, wie weit die Leute, die organisieren, auseinanderstehen. So, jetzt ist... Achso, eine Richtigstellung muss ich noch machen. Vorher wurde gesagt, Aussteiger und Info-Offensive würden zusammenarbeiten, das ist nicht der Fall, ja? So. Okay, alles klar. Also zumindest vorläufig nicht. So, jetzt kommen wir aber zur nächsten Gruppe. Was ist das? Noch eine Demokratiegruppe, ja. Sag's selber, 3 Minuten. Ich bin dafür zuständig, den Zeitplan wieder reinzuholen. Das mache ich gern. Also unser Thema war Demokratiezug S21. Bei uns ging es relativ harmonisch zu, wahrscheinlich weil es ein ausgeglichenes Verhältnis war zwischen Frauen und Männern. Ich komme aber zu den Fakten. Also wir sind zu der Tatsache gekommen, dass wenn eine soziale Bewegung nach oben kommt, dass sie dann von der Politik okkupiert wird und dass wir daraus eben Konsequenzen ziehen müssen. Das heißt, was eine Struktur betrifft, wir brauchen eine offene und transparente Struktur, die nicht durch Parteien dominiert wird. Die aktuelle Struktur des Aktionsbündnisses entspricht nicht dem, was wir uns vorgestellt haben. Wir sind aber damit schon stehen geblieben. Das heißt, viele Ideen, die stehen auch drüben auf der Transparenz, noch ein paar Punkte, die wir behandelt haben. Was ich erfahren habe in diesem Kreis war, dass es schon eine Demokratiegruppe gibt, die sich regelmäßig trifft. Das möchte ich einfach durchgeben, das ist jeden Montag im Forum 3. Da gibt es also den Arbeitskreis Demokratie um 20 Uhr. Und da sind alle herzlich eingeladen, an diesem wichtigen Thema weiter zu arbeiten. Dankeschön. So, wer gesprochen hat? Thomas Betzler, oder? Jetzt kommt BI Neckartor. Her mit euch. Ach so. Ich
3 Minuten, ja? Nein, du versprichst es. Also, wir sind von der BI-Neckar-Tour und wir hatten das Thema, wie kann man den Autoverkehr in Stuttgart reduzieren? Ausgangspunkt war eine Sitzung im Bezirksbeirat Mitte am 24.10.2011 und da hat der Chef vom Umweltamt der Stadt Stuttgart gesagt, um die Schadstoffwerte unter die geforderten Grenzwerte zu drücken, müsste man den Verkehr in Stuttgart um mindestens 50% reduzieren. Jetzt hat aber leider das Umweltamt der Stadt keine Idee, wie man das machen kann. Und wir haben jetzt hier in unserer Gruppe aufgelistet, welche Maßnahmen man treffen könnte. Und da sind unter anderem dann zu nennen City Maut, also die Leute mit einer Gebühr zu belegen, die in die Innenstadt fahren wollen, um dann praktisch den ÖPNV zu attraktiver zu machen, also das Autofahren dann teurer zu machen und den ÖPNV günstiger zu machen. Das Ganze kann man auch erreichen durch den S-Bahn-Ringschluss, dann den Straßenverkehr entschleunigen, also langsamer machen und den ÖPNV attraktiver zu machen, zum Beispiel dadurch, dass man auch O-Busse anbietet, so wie das in Esslingen der Fall ist. Dann weitere Maßnahmen wären eine spürbare Sanktionierung bei Grenzwertüberschreitung, also das heißt, dass die Stadt dann Strafe zahlen muss. Die konsequente Überwachung der Durchfahrverbote, weil es war ja vor kurzem der Artikel in der Zeitung von der Frau Aras, die eine Studie vorgestellt hat, dass also die Umweltplakette in Stuttgart überhaupt nicht kontrolliert wird. Und dann auf den großen Bundesstraßen Fahrspuren für Fahrgemeinschaften nach amerikanischem Vorbild, wo dann also Autos fahren dürfen oder nur fahren dürfen, die mindestens 3 Personeninsassen haben. Dann die Tarife des ÖPNV senken, das Parkraummanagement für die gesamte Stadt, der Verbot von Ausweichverkehr, wenn zum Beispiel das Lehrenberger Kreuz mal wieder voll ist. Und als eine Maßnahme auch Länge der Fahrten und die Geschwindigkeit reduzieren. Das hatte ich ja vorher schon mal. So, das wär's. Kleine Frage noch für die, die sich interessieren. Trefft ihr euch regelmäßig? Kann man bei euch zustimmen? Ja, also wir treffen uns regelmäßig einmal im Monat, das ist der erste Mittwoch im Monat in der Friedensstraße. In der Friedenskirche Gemeindesaal Schubertstraße 14. Genau. 19:30 Uhr, okay. Gut, also ihr seht die Schlange, die Zeit rennt. Bitte. Ich heiße Ricke Braun. Unser Thema war die Stuttgarter Erklärung. Die Stuttgarter Erklärung hat ihren Ursprung, ich gehe ganz kurz zurück, damit man auch versteht, worum es geht. Hatte ihren Ursprung in der Schockstarre, die es am 27.11. gab und war der Versuch, einfach die Leute wieder da rauszuholen und es bewusst zu machen, dass es auch weitergehen muss. Wir haben das in 6 Seiten niedergelegt, also sehr ausführlich. Wir haben das alles aufgearbeitet. Die 6 Seiten sind natürlich nicht dazu angetan, um die Erklärung leicht zu verbreiten. Aber sie lässt sich auch in 2 Sätzen eigentlich fassen. Das eine war, es gibt nach wie vor viele, viele gute Gründe, Stuttgart 21 zu stoppen. Wir wollen das und wir wollen es ohne Kompromisse. Und der zweite Punkt, gerade als gute Demokraten dürfen wir nicht nur weiterhin auf die Straße gehen, wir müssen es sogar. Wir sind die Einzigen, die sich am Gemeinwohl ausrichten und nicht an Mehrheiten. So, wir hatten eine kleine, aber eine feine Gruppe.
abgeleitet daraus, was jetzt erarbeitet wurde, gibt es jetzt folgende Forderung. Wir hätten gerne wieder die aktive Unterstützung der Stuttgarter Erklärung durch alle am Widerstand beteiligten Gruppen. Gerne auch wieder auf der Parkschützerseite, bei andere Verlinkungen, Hinweise auf der Demo wieder, Flyer und Anzeigen. Es wurde zwischenzeitlich eingestellt, wir wissen nicht warum, wir wissen auch nicht, wen wir da fragen können, aber wenn wir intern nicht aufeinander aufpassen und sowas bekannt machen, wird es nicht funktionieren. Dann die Frage, warum sollte man das tun? Alle wichtigen Bereiche werden angesprochen in der Stuttgarter Erklärung, alle am Widerstand beteiligten Gruppen kommen vor, es werden technische, juristische, demokratische und Umweltaspekte angesprochen. Es ist eine Ermutigung für Entmutigte, ich habe mir sagen lassen, die gibt es immer noch, kann ich zwar nicht verstehen, aber wir machen weiter. Das heißt, wer hier zeichnet, weiß auch, wir sind bald 10.000 und darüber hinaus noch deutlich mehr und es ist ein deutliches Zeichen, dass der Widerstand weitergeht. Wir können dadurch intern unsere Position stärken und natürlich auch nach außen hin. Dazu bildet die Stuttgarter Erklärung möglicherweise ein sehr gutes Thesenpapier, also eine Grundlage für einen eventuellen OB-Kandidaten. Das heißt, wenn wir uns entschließen würden, einen eigenen Kandidaten zu stellen, hätten wir hier unter anderem ein hervorragendes Argumentationspapier, um unsere Interessen öffentlich unterzubringen. Wichtig ist eine starke Signalwirkung nach außen, die wir im Moment nicht haben oder nicht mehr haben und der ewige Stachel im Fleisch. Auch die Parteien freuen sich nicht, wenn sie die Stuttgarter Erklärung lesen. Es gibt viele Organisationen, die das nicht gerne hören, aber hier werden Fakten aufgelistet, was passiert, was uns versprochen wurde und was realiter passiert. Kurz zusammengefasst ist die Stuttgarter Erklärung genau das. Stuttgart 21 ist Betrug und Widerstand ist legitim. So, die nächste Gruppe, Neugestaltung Mittlerer Schlossgarten. Ja, mein Name ist Thomas Joachim, ich komme aus dem Bodenseeraum Engen bei Singen am Hohentwiel und mir lag dieses Thema ganz arg am Herzen, weil ich ganz jedes Mal, wenn ich zur Montagsdemo komme, den Schlossgarten besuche. Aus der Stockstarre herausführen kann die Stuttgarter Erklärung, aber auch der Schlossgarten selbst, auch der demolierte, der zerstörte. Wenn wir wirklich diesen Bereich wieder zurückgewinnen in die Kommunikation, das ist ein wunderbarer Kommunikationsplatz. Jedes Mal, wenn ich hier bin, teile ich Flyer aus an Leute, die zum ersten Mal da sind und sich diese Brache anschauen. Wir haben uns spontan dann getroffen, ich habe das angeschrieben als Einziger und es kamen dann 5 dazu und wir haben uns ein paar Punkte aufgeschrieben dazu und die will ich jetzt kurz vorlesen. Wir haben keinen Flipchart gemacht. Der mittlere Schlossgarten ist nach wie vor ein ganz wichtiges Kommunikationszentrum, wo man Fremde und Einheimische und Poler und Befürworter wirklich immer wieder zusammenführen kann und Diskussionen führen kann. Die Parkflächen, die kann man neu bepflanzen, die wenigstens die freien, die zugänglichen Parkflächen. Man kann geeignete Begegnungspunkte schaffen, Gespräche immer wieder mit Interessierten und Durchreisenden durchführen und Informationen weitergeben. Was uns auch wichtig erscheint, ist diese Sichtschutzfolien, wenigstens große Fenster hinein zu organisieren, so damit man diese Karte immer wieder besichtigen kann. Ein museales Stück für Menschen, die sich einfach für die Sache interessieren. Man muss wirklich dazu den Blick haben können. Und zwar auch in der Entwicklung der Vegetation. Da wächst jetzt alles wahrscheinlich zu, zumindest da, wo nichts gebaut wird. Und man kann auch vielleicht über den Zaun steigen und mal ein paar Pflanzen oder Samen ausstreuen. Das geht auch. Große Fenster in die Sicht zu holen. Und das als Plätze der Besinnung dann wahrnehmen. Ja, die Wahrheit nicht verbergen, die Wahrheit wird uns frei machen in dem Bodenlied, we shall overcome. Die Natur erobert sich den Platz zurück und meine Vision, es ist die Vision von vielen sicher, dieser Platz wird in
5, vielleicht in 2, in 3 Jahren, vielleicht erst in 10 Jahren wieder bepflanzt werden mit großen Bäumen. Und in 3, 4, 5 Generationen wieder Schutz und Schatten spenden unseren Urenkeln. Ja? Die Begegnungspunkte könnten das Eberhardsdenkmal sein, Pavillonplatz, da wo der Pavillon stand, oder beim Biergarten, da wo dieser wunderbare Gottesdienst stattgefunden hat. Weitere Ideen, eine Fotowand entlang des Bauzauns mit den Bäumen, mach's ganz schnell. Eine Weidenarchitektur organisieren an einem Wochenende mit Jugendlichen und Kindern als Begegnungsplätze. Die Baumstümpfe und die verbliebenen Bäume weiter würdigen und beachten mit Kerzen, Grenzen und so weiter. Für den Sommer Sonnenschutz und Regenschütze irgendwie entweder demontabel oder fest montiert organisieren, damit man wirklich da sich aufhalten kann und mit den Menschen immer wieder reden kann. Und zum Schluss einmal im Monat vielleicht nach der Montagsdemo eine Art Lichtinstallation, entweder nur mit Kerzen oder vielleicht auch mit einem Laserinstallation. Ja, sehr, sehr gut. Sichtfenster hinein zu organisieren. So. Ich lese mal Brennstuhl von unserem Pavillon. Ich denke, ich kann das sehr gut anknüpfen an dieser Stelle, weil vieles von dem, was da gesagt wurde, auch mit unserem Pavillon zu tun hat. Wir haben unser Thema ein klein bisschen erweitert, vom Pavillon in eine größere Dimension, die Frage gestellt über die Verfügbarkeit des öffentlichen Raumes. Weil wir erleben gerade mit dem Pavillon hier ein sehr plastisches Beispiel, was das bedeutet, wer über den öffentlichen Raum verfügt. Wir mussten ja genau an dieser Stelle weggehen, an der wir bisher gestanden sind. Wir sind im Moment zwischengelagert im WKV und wollen wieder an den öffentlichen Raum. Das wird massiv behindert vom Finanzministerium, das für die öffentlichen Liegenschaften, nämlich für den Park, zuständig ist. Und zwar mit dieser Begründung, dass dieser Pavillon ein Symbol sei für den Widerstand. Mit dieser politischen, eindeutig politischen Begründung wird es also verhindert, dass wir wieder in den öffentlichen Raum kommen. Wir sind da dran, wir werden jetzt auch ein paar andere Ministerien noch ansprechen und gegeneinander da ausspielen und hoffen, dass wir zunächst mal auf der politischen Ebene da dann für Klarheit sorgen können. So, aber wie über öffentlichen Raum und über Teilhabe in Stuttgart gedacht und verfügt wird, sieht man hier, was hier in der Stuttgarter Zeitung vor ein paar Tagen kam. Es gibt jetzt nämlich diesen Vorschlag hier, einen Pavillon aufzustellen, von dem aus wir als teilhabende Bürger dann die Baufortschritte beobachten können. Das versteht Stuttgart unter Teilhabe. Die Frau Minister Erler, die zuständig ist für Bürgerengagement, hat unserem Pavillon den Tipp gegeben, wir sollten doch ins Haus der Geschichte damit gehen. Also das ist der Stand der Dinge, so wie es hier im Moment aussieht. Das lassen wir natürlich nicht mit uns machen und wir werden schauen, dass wir wieder in den öffentlichen Raum kommen. Das kann eine Zeit lang dauern und bis dahin werden wir zeigen, dass man uns so schnell nicht loswerden wird. Das heißt, haben wir jetzt eine Interimszeit, bis wir wieder einen Platz gefunden haben, vor, dass wir viele kleine öffentliche Aktionen machen werden und da bitte ich Sie alle fleißig dran mitzumachen. Das heißt, dass wir permanent auftauchen und auch die Grenzen austesten, was mit künstlerischen Aktionen natürlich gut möglich ist auch. Dass also immer wieder klar wird, wir sind weiterhin da in dieser Stadt. Eine erste kleine Aktion wird gleich heute Abend stattfinden, ab circa, sage ich mal, sobald es dunkel wird, wird am Eckensee, unserem favorisierten Ziel, wo wir den Pavillon dann wieder aufstellen wollen, eine kleine erste Aktion stattfinden. Da sind Sie also herzlich eingeladen, dort heute Abend hinzukommen. Dann wollen wir als nächste Ebene der Strategie versuchen, wir haben ja nicht nur Bäume in diesem Park verloren. Wir haben vor allem auch eine Form von Kultur verloren. Und diese Kultur, diese Parkkultur, wollen wir wieder zurückgewinnen. Und zwar einfach ein Stück verlagert im vorderen Schlossgarten. Das heißt, ich bitte Sie alle in Zukunft den vorderen Schlossgarten fleißig und eifrig privat zu nutzen, dass wir uns dort wieder treffen können und dort wieder neue Begegnungen stattfinden. Es gibt dann eine Langzeitstrategie des Pavillons, dass wir wirklich wieder auch einen festen Ort bekommen. Dieser Ort soll dann auch eine Form des Gedächtnisses unserer Bewegung werden. Gedächtnis aber in dem Sinn, dass wir dort unsere Sachen einlagern und Dokumente haben,
aus denen wir immer wieder Kraft schöpfen, um den Kampf dann weiterführen zu können. Das ist dann die langfristige Strategie. Alle, die sich da einbringen wollen, sind herzlich eingeladen. Wir treffen uns Samstagnachmittags um 16.30 Uhr immer im WKV, im Glastrakt, zu einem Schwurfix. Und um 15 Uhr werden wir in Zukunft auch wieder unser offenes Mikrofon machen. Also ab nächsten Samstag wahrscheinlich wieder offenes Mikrofon. Wir werden dann im Internet bekannt machen, wo Sie uns finden werden. Dankeschön. WKV, Württembergischer Kunstverein. Gegenüber vom Landtag. Hallo, ich heiße Martin Armbruster. Ich gehe möglichst oft mit diesem Transparent Baden 21 Stadt Stuttgart an. Ich habe mich aufgrund dieses internationalen Zusammenhangs für diese Gruppe S21 überall eingetragen. Aber es ist ein anderes Land. Und ich war bewegt von den Berichten über eine Konferenz in Florenz, die die Gruppen veranstaltet haben, die sich in Frankreich, in England, in Italien auch mit ähnlichen Großprojekten beschäftigen. Genau. Und diese Gruppen habe ich dann mir erzählen lassen, ich habe selbst keinen Kontakt zu diesem Thema, sind weiter aufgestellt thematisch, als es die Bewegung in Stuttgart ist. Das war ein Thema unserer Diskussion. Das heißt, sie beziehen ein, nicht nur Hochgeschwindigkeitsschienenprojekte, sondern grundsätzlich Großprojekte. Das heißt, Flughäfen sind zum Beispiel eine Sache, Staudämme, Autobahnen durch Naturschutzgebiete und, und. Sehr sinnvoller Einsatz dieser Gruppen gegen unnütze Projekte, wie sie das definieren. Dieses Wort unnütz haben wir dann diskutiert, was ist unnütz. Aus der Sicht der Projektbetreiber sind diese Projekte natürlich alles andere als unnütz. Und die Projektbetreiber sind vor allem Baufirmen und Banken. Aus der Sicht der Bürger sind diese Projekte beliebig unnütz. Solange sich damit Geld verdienen lässt, ist dieser Ansatz einfach hilflos. Es wird durchgezogen unter Umständen. In diesem Konflikt befinden wir uns hier in Stuttgart. So, von daher war es nicht weit zu diesem Bereich, dass wir uns geeinigt haben darauf, dass die Vertreterinnen anderer Bewegungen öfters auf Montagsdemonstrationen zu Wort kommen sollten. Und dass auch die Thematik vertieft werden sollte in diesem Bereich. Das Thema Großprojekte der Bahn war dann natürlich auch eines der diskutierten Themen. Und ich habe dann massiv geimpft, dass die Bahn ein sehr großes Projekt, sehr große Projekte in den Golfstaaten betreibt. Das ist ein Umstand, der nicht bekannt war in dieser Gruppe. Ich war erstaunt. Diese Projekte haben gigantische Größenordnungen. Die Bahn hat Ende 2009 und Anfang 2010 zusammen mit Stuttgart 21 etwa 25 bis 30 Milliarden an Aufträgen bewegt. Nicht als Stuttgart 21, 4 Milliarden. Das heißt, dieser Wirtschaftsraum ist in den Mittelpunkt gerückt und muss von uns beachtet werden, weil Bauindustrie und DB AG und Regierung eine Spanne bilden in diesem Raum. Wir haben dann einen Hinweis noch, einen Veranstaltungshinweis. Es gibt ein europäisches Treffen in der Bretagne, in Westfrankreich. Der Vorschlag war, da mehrere Tage zu verbringen. Das soll es jetzt schön sein. Damit möchte ich schließen. Okay, vielen Dank. So, jetzt kommt... Ah ja, genau. Gegen Öffentlichkeit, wer kommt Twitter, ja? Ich heiße Siegfried Busch. Es ging in unserer kleinen Gruppe um die Möglichkeit des Internets im Hinblick auf Websites und Blogs. Ich brauche den Notizzettel, sonst wird es zu lang. Da die Stuttgarter Presse und auch die Landespresse wie Südwestpresse Ulm über Stuttgart 21 selektiv oder oft parteiisch berichten, ist es wichtig, Informationen auf anderen Wegen unter die Leute zu bringen. Wie zum Beispiel Flugblätter, ganz wichtig, Zeitungen, Kontext und so weiter. Das Problem ist, dass die Websites und Blogs gegen Stuttgart 21, halten Sie mal, Metropolis ist meine Website, haben Sie vielleicht schon gesehen, oben Reichtum, unten sind die Reisenden, soll das bedeuten? Das Problem ist, dass sie wenig über die eigenen Widerstandskreise hinaus wirksam sind. Wir kochen sozusagen
eigenen Saft oder drehen uns im Kreise, im Hamsterrad. Und die ist jetzt, oder war, da sind wir drauf gekommen, eine neue Website zu machen, als eine Gegenöffentlichkeit zu den normalen Stuttgarter Medien, wie Stuttgarter Zeitung, Südwestrundfunk und so weiter. Das soll sein, Gegendarstellung. Also Inhalt, Gegendarstellungen und Kommentare zu den Medien, zu den offiziellen Medien. Der Titel, danke, Sie dürfen mitmachen. Der Titel der Website soll sein Zeitung durch Sicht. Zeitung jetzt übergeordnet mit Nachricht, wie es früher so im Mittelalter war, eine gute Zeitung. Prinzip tägliche Kommentare zu Presseberichten oder Medienberichten. Um mehr Menschen zu erreichen als Themen, sind als Themen nicht nur Stuttgart oder Kopfbahnhof 21, sondern auch Themen wie Stadtwerke, Energie, ACTA, Mobilfunk und andere. Offen für alle Hobby-Journalisten und Journalistinnen, das sind Sie jetzt, ja, die einen Artikel oder Medienbericht kontrovers kommentieren möchten, gern auch ironisch, sarkastisch oder im besten Fall lustig. Wenn Sie mitmachen wollen oder weitere Ideen haben, gibt es Kontaktmöglichkeiten über meine Website. Die ist ganz einfach unter meinem Namen zu erreichen. Siegfried Busch, bei Google stehe ich dank Stuttgart 21 inzwischen ganz oben. Vielen Dank. Okay, aber dann ist es auch tatsächlich so, dass man nicht 18 sein muss, um Twitter noch zu lernen, ja? Man muss nicht 18 sein, um Twitter noch zu lernen. Twitter kann ich gar nicht. Okay, so, was ist die nächste Gruppe? Oben bleiben Energie... Hallo? Oben bleiben Energiegruppe, oder? Welche? Ja. Also heute haben sich die Geomantie-Gruppe Stuttgart und die K21-Energiegruppe zu einer Arbeitsgruppe zusammengefunden. Wichtig ist es uns, genau zu benennen, wofür wir sind. Und deswegen hat sich die Energiegruppe auch umbenannt und heißt jetzt Oben bleiben Energiegruppe. Wir sind für einen optimierten Kopfbahnhof. Das Wort, die Abkürzung K21, ist uns nicht präzise genug und sie ist begrifflich zu nah an S21 und das halten wir für problematisch. Wir sind für einen wunderschönen Schlossgarten und es ist uns wichtig, lebenskräftige Bilder und Visionen vor Augen zu haben. Im Grunde ist es eine neue Sichtweise, die wir hier ausprobieren. Ich möchte es nochmal verdeutlichen. Wenn man gegen eine Wand rennt, dann verletzt man sich nur selber. Und die Wand, die merkt, wie stark sie ist. Die Energie geht nämlich dahin, wo die Aufmerksamkeit hingeht. Also wenn wir gegen die Wand rennen, bekommt die Wand Energie. Wenn die Wand jetzt ein Spiegel wäre, dann hätten wir wenigstens die Chance, uns selber zu erkennen und zu verstehen, wie wir auch Teil der Problematik sind. Auch mit erschaffen, sozusagen. Selbst wenn wir den Tiefbahnhof aus vollem Herzen ablehnen und durchstreichen, schenken wir ihm Aufmerksamkeit und damit Energie. Wir helfen dem funktionierenden Kopfbahnhof, also dem optimierten Kopfbahnhof, am besten zur Verwirklichung, wenn wir darauf achten, für den Kopfbahnhof zu sein. Bei den Themen, die wir auswählen, bei den Aktionen, die wir planen, bei den Aufklebern, die wir drucken lassen und bei den Worten, die wir wählen. Wir möchten anregen, auch die Begriffe umzuwandeln. Also zum Beispiel nicht mehr von Gegner, sondern von Gegenüber zu sprechen. Also die negativen Begriffe in positive Begriffe umzuwandeln. Wir achten darauf, ob diese Sichtweise für uns in dieser Gruppe untereinander
und dann auch für die ganze Kopfbahnhofbewegung und den ganzen Konflikt hilfreich und heilsam ist. Hilfreich und heilsam. Also wir probieren das aus sozusagen. Und als Methode hat sich die Energiegruppe bisher mit Aufstellungen beschäftigt, die Geomantiegruppe auf andere Weise mit Energie in der Stadt. Es geschieht viel zwischen Himmel und Erde, was wir nicht oder nur ansatzweise verstehen. Ich möchte, dass wir als Kopfbahnhofbewegung gut spüren, was uns stärkt und was uns schwächt. Was uns schwächt und was uns stärkt. Ich vertraue darauf, dass was Gutes draus wird, auch wenn ich nicht weiß, was das ist. Und wer mit diesen Überlegungen was anfangen kann, der möge sie für sich nützen. Wir waren hier anwesend, um zu zeigen, dass es uns gibt, dass es diese Gruppen gibt, dass es diese Gedanken gibt innerhalb unserer Bewegung. Und man kann natürlich auch dazukommen. Vielen Dank. Nächste Gruppe, wer ist das? Die Architektinnen. Architektinnen für K21, hier ist die Uli Laufner und die Angelika Asseburg. Wir hatten ein Expertinnen-Zusammentreffen, bei dem wir uns überlegt haben, was läuft im Augenblick oder gehört haben, was läuft im Augenblick und was können wir künftig tun. Die Experten, die sich getroffen haben, waren Ingenieure, es waren Juristen und wie gesagt die Architektinnen und Architekten. Da die Ingenieure nicht mehr da sind, werde ich ganz schnell das vortragen, was die Ingenieure im Augenblick am Laufen haben. Das ist eine ganze Menge. Und das werde ich mal sagen. Gerade das Planfeststellung Filder, das hat ja Herr Siegel gerade vorhin schon gesagt, da gibt es ja eine Schlichtung und die Ingenieure sind in der Vorbereitung dieser Schlichtung sehr stark eingebunden. Dann sind sie weiter am Grundwassermanagement dran. Dass Modelle, gerechnete Modelle und nicht nur einfach so aus der Nase gezogene Modelle gezeigt werden. Dann geht es um Sicherheit in den Tunnels, sowohl was den Querschnitt betrifft, aber auch die Geologie. Dann geht es natürlich weiter um diesen Stresstest, der ja von verschiedenen Seiten in Frage gezogen wurde, aber von der Landesregierung abgelehnt wird, weil es ja ein Gutachten wie der andere, jeder kann was anderes sagen. Und man strebt ein neutrales Gutachten an, jetzt zum Beispiel über das Fraunhofer Institut. Dann waren noch recht interessante Aspekte von einem Vertreter von ProBahn, der uns darauf aufmerksam gemacht hat, bei der Bahn ist eigentlich nicht der Herr Käfer oder der Herr Grube diejenigen, die was zu sagen haben, sondern wir sollen uns mal an die Aufsichtsräte wenden, die eigentlich politisch eingesetzt sind und bei denen wäre eigentlich der Hebel anzusetzen. Das ist eigentlich das, was von den Ingenieuren war. Jetzt gebe ich weiter an Odile, was die Architektinnen sich ausgedacht haben. Künftig machen. Wir wollten unseren Blick aufweiten und die Zusammenhänge, die Stuttgart 21 auch auf die Stadt zum Beispiel nach sich zieht und das versuchen in Bilder zu bringen. Also zum Beispiel das Bräuninger und das Gerber jetzt so unter so einem Druck steht, hängt auch mit Stuttgart 21 zusammen. Es ist nicht nur so, dass da viel Kapital geboten ist an Stuttgart 21 und eine Stadtentwicklung stattfindet, die sicher nicht in die Richtung geht, wie wir Stadtentwicklung uns vorstellen, historisch angeknüpft an das, was die Stadt eigentlich ausmacht. Und in der Richtung wollen wir weiter Veranstaltungen machen. Sie kennen unsere Veranstaltungen, die wir bisher hier im Rathaus gemacht haben. Da würden wir gerne noch weiter in Diskussion mit Ihnen bleiben und eben diese Zusammenhänge über das Bahnhofsgelände hinaus, weil immer wieder sind die gleichen Strukturen, auf die wir treffen und da überlegen, wo mögliche Hebel sind, die wir nutzen können. Okay, vielen Dank. Vielleicht noch eine Rückmeldung an die Architektinnen und Ingenieurinnen. Es gab ein bisschen Verwunderung bei manchen, dass sie hier eine interne Arbeitsgruppe veranstaltet haben.
und nicht wirklich bereit waren, sozusagen mit den anderen Ratschläglern zu beratschlagen. Vielleicht einfach als Rückmeldung fürs nächste Mal. Okay. Gut, nächste Gruppe. Wie viel haben wir eigentlich noch? Wollt ihr alle auch berichten? Okay, dann mach's bitte gleich. Ich heiße Gerhard. Wir sind immer noch im Schlossgarten, am Biergarten, die Parkwache. Man hat uns mit Repressalien rausgedrängt aus dem Park. Man hat uns aus dem oberen Schlossgarten rausgedrängt. Wir haben Widerspruch eingelegt. Wir sind ansprechbar. Es wird wärmer. Die Tage werden länger. Wir haben uns lange erholen müssen. Wir haben schwer drunter gelitten. Wir waren vom Fußvolk die letzten drei, die rausgetrieben worden sind. Uns hat man nirgends erwähnt. Wir wollen das auch nicht. Wir wollen nicht großartig in Erscheinung treten. Uns gibt es einfach. Wir haben einen Flyer, wenn ihr eure Gedanken zum Park, über den Park, schlimme Sachen im Park, sorgenvolle Sachen, freudige Sachen im Park, was ihr erlebt habt im letzten Jahr, in den letzten 2 Jahren, in den letzten 20 Jahren, dann schreibt uns, der Flyer ist noch draußen, wir haben noch Flyer da und ja. Noch eine Sache, ich finde es pietätlos, in einer Todesanzeige Spendenaufrufe zu machen. Ich danke euch fürs Zuhören. Okay, alles klar. Mir wurde vorher auch noch gesagt, ich solle sagen, dass alle Parkbewohner mittlerweile untergekommen sind, bis auf 3, wo auch gerade dran gearbeitet wird, dass die unterkommen. Also das war ja auch immer mal die Frage, wie kommen die unter, kommen die alle unter? Also das scheint gut funktioniert zu haben und noch gut zu funktionieren. So. Seid ihr die letzte Gruppe? Oder gibt es noch mehr Gruppen? Nee. Also, Bürgerbeteiligung ist die letzte Gruppe. Ich spreche für den Verein Mehr Bürgerbeteiligung, der hervorgegangen ist aus der Stuttgarter Arbeitsgruppe Bürgergutachten durch Planungszellen. Und Sie hören schon, das sind schon ganz konkrete Bürgerbeteiligungsmodelle angesprochen. In unserer Arbeitsgruppe waren erstaunlich wenig Leute. Und wir waren aber uns sehr einig darüber, was unbedingt erforderlich ist für eine gute Bürgerbeteiligung. Gute im Sinne von den Bürgern nützliche. Transparenz an erster Stelle. Und dazu gehört, dass bevor überhaupt eine Planung in Angriff genommen wird, die Bürger sofort wissen, worum dreht sich's denn. Und statt der Werbung hier am Rathaus könnte sehr schön ein Banner hängen mit dem Thema, mit der sich vorgenommenen Planung und so weiter. Das könnte wirklich leicht sein für alle Bürger zu lesen, wenn sie auf dem Markt einkaufen oder wenn sie über den Marktplatz schlendern. Als unbedingt notwendig des Weiteren, das ist also ganz unabdingbar, ist die Änderung der Gemeindeordnung. Denn mit jedem Bemühen, das die Bürger haben, hat man keinen Erfolg, weil der Bürgermeister die Möglichkeit hat, nach der Gemeindeordnung zu sagen, ja, das ist ja gar kein, wir brauchen ja nur Wahlen zu akzeptieren oder wir brauchen nur Abstimmungsergebnisse zu akzeptieren. Obwohl er da nur auch sehr großzügig ist oder sehr kleinlich ist und das vom Tisch aufwischt. Die Gemeindeordnung muss geändert werden. Es müssen also Bürgerbeteiligungsverfahren als zwingend notwendig und möglich einfließen. Das ist ganz dringend und ich bitte Sie auch in der nächsten Zeit darauf zu achten, ob Ansätze von der neuen Regierung überhaupt gemacht werden, so etwas nicht vorzunehmen. Ein Beispiel, wenn Sie Gelegenheit haben, und das haben Sie sicher zur großen Überzahl, Sie können im Internet nachgucken, wie schaut denn die bayerische Gemeindeordnung aus? Wir können sie nahtlos und ganz glatt abschreiben. Die wäre für uns schon sehr, sehr gut.
Also, mal nachschauen bitte. Die Bürger brauchen und bekommen die auch, wenn die Gemeindeordnung verändert wird, eine verbindliche Mitbestimmung. Das ist ihnen möglich und was wir fordern, ist eine Einspruchsmöglichkeit. Und das besteht dann auch juristisch, wenn die Gemeindeordnung verändert wird. Und was ein Clou wäre, wäre, wenn die Bürger ein Misstrauensvotum stellen könnten. Das ist wirklich. Okay, vielen Dank. Jetzt gibt es doch noch eine Gruppe, und zwar die Transition Town, lebendige Stadt, gesunde Stadt. Und es zieht sich doch eigentlich auch, dass wir mit einer jungen Gruppe anfangen, die aus lauter jungen Leuten besteht, richtig? Gesunde Stadt und Transition Town, die sich jetzt zusammengeschlossen hat. Der Arbeitsgruppenname ist jetzt Lebendige Stadt, daraus entstanden. Und ich wollte ganz kurz Transition Town umreißen, dass man es verstehen kann, das kennen viele nicht. Das heißt im Prinzip, die Stadt im Wandel ist eine Bewegung, die in England angefangen hat. Da geht es darum, dass man die Stadt im Wandel begleitet. Der Wandel ist jetzt notwendig, weil wir einfach in dieser Situation sind, wo die globalen Machtstrukturen sehr groß sind und wir als Städte eventuell nicht gewappnet sind gegen finstere Zeiten und daraufhin uns schon mal vorbereiten wollen, in eine schöne Zukunft zu gehen, was auch immer kommen mag. Vielleicht wird es ja auch schön, alles auch einfach so. Auf jeden Fall dachten wir, wir können das vielleicht ganz gut verbinden, weil wir haben jetzt angefangen, eine Arbeitsgruppe im Rahmen der Transition Town zu gründen, die sich vorgenommen hat, ein bisschen Community Gardening zu machen, also Gemeinschaftsgärten zu eröffnen, Nachbarschaftsgärten, Aktionsgärten, Gärten, wo auch Kinder in der Stadt sein können, um mal wieder zu sehen, also um Kontakt mit Pflanzen zu haben, um zu sehen, wie die Natur eigentlich ist, weil mehr als die Hälfte der Bevölkerung weltweit lebt in Städten. Und es ist ganz arg wichtig, glaube ich, dass wir die Verbindung nicht verlieren. Und jetzt haben wir in unserer Arbeitsgemeinschaft beschlossen, dass wir einfach versuchen, vielleicht nach den Montag-Demos loszugehen und emotional beladene Flächen, jetzt die zerstört wurden, jetzt durch die Vorgänge im Schlossgarten, einfach da neue Hoffnung auszusehen, mit Saatgut, Samenstreuen, Blumenpflanzen. Zurückgibt, was vielleicht auch anderen Leuten nochmal irgendwie die Augen öffnet, nochmal für das Projekt, vielleicht gerade die Leute, die irgendwie entmutigt sind. Naja, und wir wollten jetzt also hoffen, dass man in der Montagsdemo vielleicht darauf hinweisen kann. Wir wollten uns treffen und einen Termin ausmachen, wo wir beginnen. Wir haben schon viel Saatgut und sind dabei, Kooperationen zu schließen mit Gärtnereien, wenn sie unterstützen. Genau, und wenn da Leute sind, die Lust haben mitzuhelfen, dann werdet ihr informiert. Okay, ihr habt es gehört, es gefällt. Also, wir sind jetzt gerade bei 17.10 Uhr. Aber ich glaube, wir schaffen den Rest schneller, als er da steht. Ich sage jetzt, bevor ich jetzt sage, wie es weitergeht, ganz kurz, der Tom Adler, den ihr ja kennt, der auch sehr oft schon Kundgebungen organisiert und angemeldet hat. Der hat am Montag um 10 Uhr im Amtsgericht in der Hofstraße 5, kennt ihr ja wahrscheinlich alle, einen Prozess wegen verschiedenen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz und er freut sich über jede Menge Unterstützung. Hallo. Das organisieren wir irgendwie hin, ja? Okay. Gut, also wir hatten das ja schon gesagt, die Ergebnisse von heute, die Bilder von den Charts, alles was die Gruppen jetzt nur mündlich berichtet haben, wenn sie es uns einsenden, das werden wir alles über BAA veröffentlichen. Wir werden es auch auf jeden Fall verlinken und euch den Link mitteilen über die Liste aktionskonferenz@unserpark.de.
Das haben wir beim letzten Ratschlag schon gesagt, dass wir die weiterführen wollen, weil die so riesig ist für den Ratschlag. Also wer da noch nicht drauf ist, aber drauf will, schickt eine E-Mail an großer-ratschlag-kontakt@unser-park.de. Ja, das ist das eine, damit es technisch weitergeht. Dann, wir haben schon drüber, wir haben eigentlich gedacht, sowas wie hier kann nicht ein Anfang, aber nur ein Zwischenschritt sein, es muss eigentlich weitergehen. Und wir haben mal voreruiert, wann wir uns zumindest hier im Rathaus überhaupt wieder treffen könnten. Und der einzige Termin, der überhaupt vorstellbar ist von dem Terminkalender, ist der 29.04. Sonntag. Wir haben den jetzt mal vorsichtshalber gebucht, so ungefähr in 6 Wochen. Und ich meine, ich nehme an, dass die Gruppen, die sowieso schon aktiv sind, an ihren Themen weiterarbeiten, dass vielleicht neue Gruppen entstanden sind, auch dran weiterarbeiten. Und, aber was wir dann genau machen, dafür würden wir gerne von euch sehr zügig Vorschläge haben, weil wenn mal irgendwie der grobe Plan ist, dann ist es immer schwierig, noch das Ganze umzuwerfen. Und wir würden auch gerne methodische Vorschläge von euch haben, wie sollen wir methodisch vorgehen, sollen wir das so ähnlich weitermachen, wie wir es bisher gemacht haben, sollen wir es ganz anders machen, sollen wir andere Kombinationen finden, das ist ja auch ein Experiment. Und gerne auch Vorschläge für einen Ort. Das Rathaus ist zwar symbolisch sehr gut, aber praktisch sehr unpraktisch. Ja, vielleicht gibt es da andere Ideen auch. Vorschläge für thematische Schwerpunkte, Methode, Ort, was auch immer, schickt bitte an großerratschlag-kontakt@unserpark.de. So, damit bin ich eigentlich mit meinen Ankündigungen durch. Ich will da, also mir persönlich, für mich ist das Wahnsinn, was hier entstanden ist. Also nach 11 Aktionskonferenzen, dann dem letzten großen Ratschlag, der ja eigentlich also völlig überrollt hat, jetzt auch wieder. Ich bin total begeistert, was wir hier machen. Ich moderiere manchmal auch große Konferenzen bei UN-Organisationen, aber was wir hier mit Ehrenamtlern hinkriegen, das ist unfassbar. Ja, also wirklich. Kein Vergleich. Und ich möchte wirklich auch dem, bevor jetzt das echte Schlusswort kommt, nochmal wirklich allen herzlich, herzlich danken, die bei der ganzen Organisation, Planung, Auswertung und allem geholfen haben. Es war ganz, ganz groß, wirklich. Danke. Und nochmal meine Bitte erneuern, wer uns bei der Nachauswertung von diesen gigantischen Datenmengen helfen kann. Einer hat sich schon gemeldet. Meldet euch bei uns, da brauchen wir wirklich noch Unterstützung. Auswertungserfahrung gut, aber es reicht uns auch schon ein bisschen irgendwie Maus schieben können und Excel bedienen. Ja? Und einen klaren Kopf. Okay, also dann will ich es aber nicht länger machen. Dann übergebe ich jetzt an die Johanna, die uns auch schon begrüßt hat. Und ich habe irgendwas läuten hören, dass da ein gewisser Peter G. sich auch noch einmischen könnte. Hast du alles beieinander? Geld, Schlüssel. Ja, weil jetzt gehen sie alle heim, gell? Statt auf der Straße zu bleiben. Eigentlich wäre doch, sag ich mal, wenn man hier so schön zusammensitzt und sich nicht bewegen konnte und so, wäre es doch eigentlich gut, wenn man jetzt, sag mal, zum Bahnhof gehen oder zum Bahnhof. Das würde ich jetzt nicht besetzen, aber eine von möglichen Ideen wäre es. Da wir jetzt so viel gesessen und gestanden sind, wäre eigentlich so ein bisschen Bewegung jetzt gut, ne? Ja. Ich meine, es war viel Bewegung in den Köpfen, das muss man sagen. Also was hier an Einsatz war, an Denken war, das war schon unglaublich beeindruckend. Ich dachte, man müsste jetzt sozusagen dem Organisationsteam, die das hier gemacht haben, den 30 Leuten sagen, die Anstifter können jetzt nicht so viel tun, aber sie können euch alle zum Abendessen einladen. Mit Wein in jeder Menge. Zu Loretta. Oh ja, wunderbar. Bist du auch dabei? Ja, klar. Dann
würden wir euch einfach einen ganz guten Heimweg wünschen. Es war ein ganz tolles Klima. Und wenn ich es mal mit anderen Worten sage, ein Karma. Karma. Ich hätte lieber mit Märchen geantwortet. Wir gehen jetzt hinter die sieben Berge, zu die sieben Zwerge. Wir haben ein bisschen zu weit. Ich denke, wir müssten hier bleiben und oben bleiben. Und wenn man immer früher mal gefragt hat, wessen Stadt? Und das ist doch die Antwort eigentlich. Wir haben die Stadt halb erobert, wir müssen sie behalten und voll erobern. Danke. Okay, komm jetzt gut rein und alle, die helfen wollen können, die beim Helferteam dabei sind, die sollen jetzt danach hier mal vorkommen. Bitte nehmt doch alle Flyer, die ihr auf euren Sitzen findet, mit. Die könnt ihr besser gebrauchen als...